Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauch dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Part 1, Hunter and Hunted. Ja, fängt ja gut an, die vierte Folge hier von Hitman Absolution. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsen Club durch die Tunnel am Roxy führen, mein Freund. Okay. Dann schauen wir halt mal. Ich sag dir, das Problem sind die Mädchen. Genau. Die Jungs kommen klar. Ausreißen, Jungle. Ja. Muss man aufpassen. Erzähl nur, was du erzählen willst. Alles klar hier. Aha, also sind die ja doch hinter uns her, so wie es aussieht. Was zum Teufel ist mit dir los? Ich hab dir doch gesagt, dass hier irgendwas Spezielles stinkt. Diese ganze Frau hier schon alleine vor sich hin. Hätte ich auch gesagt. So. Ja. Hat jemand mitgedacht. Und das Third Person nicht so einfach gemacht. Okay. Wo sind eigentlich die Silver Bowler? Kontrollpunkt aktivieren, cool. Was mehr oder weniger das Zwischenspeichern hier ist.
Nein, ist nicht mehr zu Hause. Was? Durch wo? Ach so, da müssen wir durch den Tunnel, oder was? Verstehe. Hast du nicht mal Glück? Soll man da ein Zielfeuer machen, ist schon ziemlich hardcore. Oh nein. Ich wollte ihn jetzt von hinten. Ich habe hier unten irgendeinen verrückten Fanatiker. Ich glaube, er hat was gesehen, aber er will nicht reden. Nein, nein, um das klarzustellen. Er redet schon, aber nur wirres Zeug. Okay, der Typ braucht jede Menge Pillen, bevor wir irgendwas Vernünftiges aus ihm rausbekommen. Aber wir bleiben an ihm dran. Belästigung! Hallo, hallo. Ja, kluge Entscheidung. Klüger als ich dachte. Keine Mädchen jetzt, sonst fahren Sie nach. Hey, Sie müssen das nicht tun! Das hat ja gut funktioniert. Hä? Hilfe, wo geht's denn hier weiter? Ah, da. Durch den Geheimgang. Naja, es hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ach was. Jetzt sind wir wieder hier oder was? Nee. So. Ah, den haben wir schon aktiviert oder was? Ey, verdammt. Wo müssen wir denn dann hin? Verdammt. Ach, hier fliegt doch nichts in die Luft. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh.
Verdammte Scheiße. Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss. Verschwunden bin ich. Verschwunden. Ich hab hier was. Durchkämpft die Gegend. Guck. Guck. Schon mal irgendwo gesehen. So. Hey, Hilfe! Gefällt mir das. Ich bringe sie in die Stadt. Volkner würde gern ein paar Takte mit mir. Ja? So, darf ich da jetzt bitte rein? Danke. Jetzt müssen wir irgendwen finden. Da am besten durch den Schacht, hätte ich gesagt. Aber mir kommt der Schacht fast ein bisschen zu klein für den großen Mann. Okay, da kann man nicht wirklich raus. Na gut. Dann wieder zurück. Schauen wir, ob es woanders weitergeht. So. Gesurft wird, Kumpel. Komm schon. Wir haben ein Mädchen aus ihrem Club gebunden, vergewaltigt und ermordet. Auf ihrer Leiche wurde wir wissen nicht das Geringste. Wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Hank kennt mich. Hank lässt mich immer rein. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Okay. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Muss ich direkt aufpassen wegen YouTube und so. Wo ist er denn überhaupt? Wie wär's mit uns beiden? Wer ist er das? Ja, ich glaube. Schauen wir mal, wo geht der Gute. Wie gesagt, ich muss hier irgendwie super aufpassen, denn die sperren gleich mal was. Geh rein und entspann dich. Hey, Schätzchen. Komm mal kurz her. Wir sehen, wie du dich bewegst. Zeig mir, was du hast. Oi.
Polizei ist bei uns immer willkommen. Sie sind eingeladen, Mann. Immer. Danke. Okay. Schön, sehr gut. Mach diese Alabama-Wildblume, die mag ich. Ja, geil. Nicht so scheu, warte mit einem Arsch für mich. Ich muss den Sicherheitsmann loswerden. Gut, okay. Verschwinde jetzt. Los, geh! So. Guten Tag. Eine junge Frau. Ich fühle mich geschmeichelt. Und Sie sehen auch nicht gut aus. Wie sieht's aus? Wow. Hilfe! Was ist denn Scheiße? Willst du mich verarschen? Langsam. Ja, zieh den Schwanz ein. Harten Mann, was? Ha, kleiner? Ich will den großen Jungs spielen. Okay, das kannst du haben. Tja. So. Oh, das war jetzt nicht allzu schwer, hier weiterzukommen. Oh, eine Schlange. Wir waren alle da, Schätzchen. Zum Glück fragen sie nie zweimal. So, schön gemütlich schleichen wir uns hier davon. Was ist hier eigentlich in Hawaii? Ich meine, ihr sagt alle, dass es nicht schlimm ist. Ja, etwas in der Art. Ist das so eine Art? Aber es ist so nichts, wo man das Hinterzimmer? Sei einfach stark, Schätzchen. Ja, da oben ist mir ein wenig ungeheuer. Eine gute. Aber scheint, als hätte man das gar nicht so schlecht gemacht. Hier muss dann bald mal der Ausgang sein, gleich, hoffe ich. Da, so, da vorne. Nein. Es brennt, Hilfe, es brennt. Eingehende Nachrichten könnten nützlich sein. Hm? Ach, Halleluja. Dann hören wir uns das mal an. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wird halt ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Aha. Das finde ich aber nicht so gut, liebe Leute.
Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Zum Glück. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Genau, wir rufen wieder an. Oder auch nicht. Ich bleib natürlich beim Messer. Oha. Dreh dich um. Durchsucht? Ja, wir haben das gesamte Stockwerk durchkämmt. Die anderen. Okay, sehr gut. Aber wir müssen hier kreativ denken. So. Dann ziehen wir den mal um sieben Ecken. So schlecht. Versteckt ist er nicht, aber was soll's. So. Messer nehme ich natürlich wieder mit. Und hier ist auch schon der Ausgang. Geht doch. Aber nur zwei Leute getötet oder so. Ja, warte, vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade. Das soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Ja, also ja. Beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. So. Thank you.
Wir werden auch niemanden sehen, ich werde da einfach herumlatschen. Schau mal ein bisschen, ob wir was finden können, da werden wir nicht komplett wieder nicht mit die Arme spielen. Lass mal schauen, hier geht sich auch irgendwo raus. Nein, Messer und Flasche, das ist sicher nicht. Keine Sekretärin, nur mich. Und ich habe keine Titten. Und Golf spielst du auch nicht. Sorry, Mann, aber du hast echt bescheuerte Träume. Haben Sie eine Lizenz für okay, das ganze Feuerwerk? Wie willst du denn abschließen? Ja, natürlich haben wir die. Okay. Wir haben einen Flugzeugabsturz mit 27. Nachdem mein Debütalbum auf Platz 1 steht, ich aber noch gehen nicht fort, alle Sprecher. Den kenne ich. In der letzten Stunde einen großen Mann gesehen. Es ist doch nur Pfeffer. Bitte lassen Sie mich einfach gehen. Nein, hier geht's nicht raus, verdammt. Nun, aber die Einwohner werden unruhig. Wir haben jede Menge Tränengas. Warum haben wir diesen Plan? Da geht's raus, hätte ich gesagt. So. Und jetzt verstecke ich mich hier kurz und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten.